Ja klar, jetzt überwiegt einmal die Enttäuschung. Ich denke, dass es trotzdem eine couragierte Leistung von uns war. Hat man gemerkt an den Zuschauern. Es ist nicht oft, dass man nach einer Niederlage Applaus bekommt. Und das bedeutet, dass wir doch einiges Richtige gemacht haben. Die ersten Gedanken sind doch Enttäuschung. Wir haben gewusst, dass wir heute eine sehr gute Leistung brauchen, dass wir punkten können, aber wir haben genauso gewusst, dass es auf jeden Fall möglich ist, weil Salzburg ein ziemlich dichtes Programm hat. Ich glaube, wir haben das über weite Strecken sehr gut gemacht. Erste Halbzeit haben es wenige Ideen gehabt, zweite Halbzeit haben wir dann im Endeffekt dann doch zu viel zulassen und unsere Konterchancen, unsere Möglichkeiten, die wir schon vorgefunden haben, haben wir dann leider nicht gut genug zu Ende gespielt, dass wir wirklich ein Tor schießen können und ja, im Endeffekt haben wir dann verloren leider. Wenn man Salzburg schlagen will, dann muss man halt die Chancen, die man vorfindet, nutzen. Die wären da gewesen. Die Schlüsselmomente, die haben wir leider dann nicht konsequent fertig gespielt. Und ja, dass man Salzburg nicht 90 Minuten komplett verteidigen kann, ist eine Champions League-Mannschaft, das ist auch klar. Wir wollten eigentlich zwei Viererketten spielen, die immer geschlossen sind und eng und kompakt stehen, haben das in der ersten Halbzeit richtig gut umgesetzt. Und auch in der zweiten Halbzeit großteils nur bei Flanken, wo wir dann oft ein bisschen zu nachlässig waren, haben wir halt dann das 1-0 kassiert. Und ja, dann haben wir halt mehr nach vorne gehauen, wollten höher stehen und ja, dann kriegen wir das 2-0 und dann war es leider die Zeit zu kurz, dass wir noch irgendwie was möglich machen. Die Moral stimmt, jeder fightet von anderen. Es sind einfach Kleinigkeiten, die solche Spiele entscheiden. Und ja, die haben wir dann heute nicht genutzt, aber ich denke, jetzt überwiegt die Enttäuschung, aber morgen können wir mit erhobenen Hauptes dann reinkommen und uns dann auf die nächsten Spiele vorbereiten. Ja, ich denke schon, dass das heute von der Disziplin, vom Einsatz, vom Willen her, glaube ich, schon eine hervorragende Leistung gewesen ist. Wir haben dann zweite Halbzeit versucht, ein bisschen mehr auch den Ball in uns reinzuhalten, dass wir ein bisschen mehr Verschnaufphasen drinnen haben. Ja, ich denke, wir können, er sucht sich blöd an, wenn man verliert, aber ich denke, wir können trotzdem zufrieden sein mit unserer Leistung. Ich denke, sieht man, dass die Fans dann nach dem Spiel applaudiert haben. Das ist, glaube ich, ein positives Zeichen und ja, von dem her kann man schon darauf aufbauen. Ja. Selten, dass ich eine Niederlage Gänsehaut gehabt habe. Jetzt am Schluss, wenn wir uns verabschiedet haben. Dankeschön für die Unterstützung. Macht auf jeden Fall sehr viel mehr Spaß, wenn Fans da sind. Und ja, ich hoffe, dass in Zukunft auch genug Fans kommen dürfen. Natürlich muss man die Situation betrachten und gut einschätzen können, aber ich denke, mit gutem Abstand, warum soll man dann nicht Fans ins Stadion lassen? Natürlich, vor Fans ist immer um Klassen besser, wenn wir daheim im Stadion spielen. Die unterstützen uns bis zur 90. Minuten und ja, auf die können wir uns immer verlassen. Es macht Spaß in der Mannschaft zu spielen. Man merkt, dass da ein Teamgeist vorhanden ist, dass wirklich alle gemeinsam an etwas arbeiten. Natürlich habe ich mich gefreut, dass ich spielen kann und dass ich wieder fit bin. Und ja, ich glaube, es war großteils ganz okay und es hat mich natürlich gefreut, dass ich gegen Salzburg zeigen kann, dass ich spielen kann. Und man sieht, wenn die Fans dann auch noch Freude haben, dann ist es noch umso schöner. Aber klar, wir wollen natürlich auch gewinnen und den Fans auch Siege schenken. Naja, ich glaube, wir haben es den Salzburgern richtig schwer gemacht. Das hat man in der ersten Halbzeit gesehen. Die waren sehr ungeduldig dann, haben auch so richtig Zweikämpfe geführt, wo sie richtig hart eingestiegen sind. Da hat man schon gemerkt, dass wir sie sigieren können. Und ich glaube, das müssen wir einfach mitnehmen. Und ja, wir sind mit einer breiten Brust aufgetreten. Und weil wir verloren haben, werden wir uns jetzt sicher nicht unterkriegen lassen, sondern einfach weitermachen. Aber jetzt müssen wir einmal das Spiel verdauen, das abarbeiten. Und jetzt einmal einen Tag nützen zur Regeneration. Und nächste Woche bereiten wir uns dann gewissenhaft vor. Gegen Hartberg, das wird ein komplett anderes Spiel, aber ich denke, egal wie der Gegner hast, wir müssen genauso wie heute den Einsatz gegen jeden Gegner an den Tag legen. Dazu unsere spielerische Komponente ein bisschen verfeinern. Werden wir sicher die Woche daran arbeiten und dann werden wir gegen Hartberg erfolgreich sein.